Ja, liebe Freunde, dann willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Farm Together. Hallo, Chi. Hallo. Na? Hallo. Na? Hallo. Na, du? So. Ja, was machen wir denn heute? Huch! Ist auf einmal... hier ist was verschwunden gerade. Ich habe nur gesehen, wie hier noch irgendwelche Bruchstücke flogen. Oh. Hilfe. Der Bund war falsch rum. Ich stecke fest. Ich muss nur ordentlich ziehen, dann geht's wieder. Hilfe, ich bin eingemauert. Hilfe! Ich bin jetzt eine, so wie der Fisch, eine Figur. Ich gehöre zum Inventar dieses Bruns. Deine Schweine sind fertig. Ich komm! Huch! Oh, Fußball! Oh, der, oh, guck mal! Du kannst spielen! LOL! Wie cool ist das denn? Erstmal ein Feldbau. Ja, vor allem du kannst den auch wegschießen. Ich hab gerade gucken. Cool! Hey! Oh, jetzt bin ich bei den Kühen. Hey! Der kommt wieder zurück an seinen Platz, Freundchen. Ich glaub, den kann wenn man ich wiederkomme, ist der da wieder, ne? Ich glaube, den kann man irgendwie respawnen hier. Keine Ahnung. Ja. Oh, ich kann was für unser Event angeln. Ja. Sardinen. Da, 14 Stück haben wir schon. Ja, guck mal, das läuft. Da sind übrigens auch Schweine fertig. Und da sind auch... Achso, die hast du gerade. Die schwarzen Schweine sind auch fertig. Bitte was? Ich überlege jetzt halt gerade nur, wen. Warte mal, die bringen jetzt Pilze. Schau mal. Berkshire-Schwein? Bitte was? Ich soll schauen? Schau mal. Ach so. Ja, dann pflücken wir mal hier noch ein paar Pilze. Vielleicht kann ich die dann wieder verkaufen. Pilze. Schau mal. Einigen wir uns auf Fungi. Was denn? Da will ich mal einen Kompromiss anbieten und dann zieht sie die Hand weg. So. Was ist denn jetzt hier? Pflaumenbaum und Mandelbaum brauchen wir. Haben wir aber beides. Sehr gut. Achso, Schweine wollte ich mal eben gucken. Dafür brauche ich Hampshire-Schwein. Also euch muss ich hier was geben. Pass mal ob, dann würde ich sagen, pass mal auf da. Ey, wirklich mal. Pass mal up hier. So, du kommst dann hier hin. Ah, jetzt fällt da. Jetzt fällt da was. Fehlt da was. Oh, das muss ich noch mal Genau. Komisch. Du sprichst meine Sprache. Ich muss mich noch mal anders hinsetzen. Das wollte ich eigentlich sagen. Diese Frau, ich fühle mich, dass diese Frau sich mit mir identifizieren kann. Also hey, ich konnte doch nie sprechen. Was? Ne? Wie geht das? Also ich brauche Jersey-Kühe, also Schweine mache ich noch weiter. Und welches Tier willst du noch? Gubbel-Gubbel. Gubbel-Gubbels. Okay, dann machen wir Fokus Gubbel-Gubbel. Das heißt, schwarze Truthähne muss ich dann... gucken. Vielleicht kriege ich dann weiße Truthähne, aber dann würde ich mich fragen, warum kommen die Schwarzen zuerst? Heißt das einfach, dass die Weißen höherrangig sind? Ist es nicht eher andersrum, wenn die Schwarzen zuerst kommen? Nee, sie sind ja auf einem niedrigeren Level. Ach so. Das, was als letztes kommt, ist ja das Beste. Mein Kopf ist... Ich kann auf solche Diskussionen gerade nicht eingehen. Okay, also du willst Gubbel. Ich bin gerade echt so im Standby-Modus. Okay. Ah, verdammt, das geht nicht. Gut, dann müsst ihr halt mit dem Essen leben, was ihr habt. Okay, also Gubbel Gubbels, Kühe und Schweine werden momentan gezüchtet. Gubbel Gubbel. Ja, ich mach dir. Gubbel Gubbels. Gubbel Gubbel. Gubbel 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 Gubbel. Gubbel, Gubbel. Das ist der Quality Content, den man hier auf diesem Kanal erwarten kann. Gubbel, 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 Gubbel,
Ich wollte mich doch auch gerade zu den Bäumen teleportieren und einfach... Oh, hier sind ja auch noch welche. Im japanischen Garten. Jo. Naja gut, die kann ich besser von Hand ernten. Einfach aus dem Grunde, weil die Eiseln stehen. Allein, um sich das immer wieder anzuhören, würde ich es immer wieder so bauen. Warum tust du das, Chi? Magst du es, wenn andere Menschen leiden? Ja. Was hat dich zu diesem Menschen gemacht? Fehlendes Essen. Gut. Das kann man ja eigentlich ändern. Hier ist nichts fertig. Ich habe mir noch Gummibärchen. Und Kuchen in der Tiefkultur. Und Donuts. Läuft, würde ich sagen. Ja. Hast du eigentlich deine 5 Kilo Chips und was du dir letztens bei mir im Stream geholt hast, schon alle auf? Nö. Die Gummibärchen sind davon noch und ein paar Chips habe ich noch übrig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stolz oder sein sollte auf dich oder weinen sollte. Ja, das... Also es verging relativ schnell, der Appetit dann. Komisch. Weil ich dann doch mehr Panik vor den Prüfungen hatte, da habe ich meistens dann keinen Hunger. Aber warum hat man denn Panik vor Prüfungen? Die beißen doch nicht. Angst, dass es kacke wird. Oder dass man drin sitzt und auf einmal nichts mehr weiß. Feel the blackout, blackout. Ja, genau das. Hattest du schon mal... Übrigens gerade unsere Diamanten. Ja? Hattest du schon mal wirklich eine Prüfung, wo du echt einen richtigen Blackout hattest und einfach gar nichts mehr wusstest? Obwohl du es vorher gelernt hast? Nee. Ich saß schon in Prüfungen drin und wusste nichts, weil ich nichts gelernt hatte. Ja gut, das ist ja für Anfänger. Aber... Dass ich gelernt habe und dann in der Prüfung drin saß und nichts mehr wusste, hatte ich noch nie. Okay. Gott sei Dank. Ja, gut, ist ja positiv. So, die Enten sind fertig. Vor allem habe ich mittlerweile es geschafft, mein Kurzzeitgedächtnis auf Prüfungen zu trainieren. Weil ich lerne immer so, weil ich fahre ja 40 Minuten im Zug und wiederhole da dann nochmal alles. Was Sinn macht, weil die Zeit wäre sonst nicht viel sinnvoller nutzbar, außer vielleicht noch mit Richtig. Musik hören oder sowas. Ja, die höre ich sowieso. Und dementsprechend hat mir das schon sehr oft meinen Arsch gerettet bei manchen Aufgaben. Mhm. Weil ich mir denke, auch Gott sei Dank hast du dir das davor nochmal durchgelesen. Weil das hätte ich sonst nicht gewusst. Ja, ist durchaus positiv. Ja. So, dann können wir wieder ein bisschen verkaufen. Guck mal, wir haben ein paar Diamanten rein. 5, um genau zu sein. Ja, die sind gleich wieder weg. Schön. Was baust du eigentlich gerade? Wege, hinten bei der Baumplantage. Ja, super. Hallo, die müssen wir auch mal fertig machen hier. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ist legitim. Aber ich finde Wege sind immer so lässig irgendwie dafür Geld auszusuchen, Diamanten auszugeben. Ja, das stimmt allerdings. Aber es hilft ja nichts. Das ist richtig. Sie müssen gemacht werden. Was Mut hat Mut. Mhm. Brauchen wir was für Medaillen gerade aktuell? Nicht wirklich eigentlich. Weil dann würde ich doch mal so einen Baum kaufen. Ja, mach mal. Damit wir den langsam mal voll kriegen. Mhm. Dieser komische Gewürz-Aromenbaum da. Gewürznelkenbaum. Davon kriegen wir Gewürze, oder? Ja. Noch irgendwas? Schönheit? Nee, nur Gewürze. Okay. Ja, Diamanten. Ich gieß mal ein bisschen. Ach nee, das ist ja. Ich kann ernten. Oh, nice. Ja, dann. Nicht zu. Was kann ich denn direkt wieder mal neu anpflanzen? Was geht denn? Brokkoli? Ja gut, das ist, bringt Dings. Ich könnte wieder schwarze... Groschibären. Ja, ich könnte wieder schwarze Gochibären anpflanzen. Ja. Ich guck nur gerade, ob wir irgendwas anderes bekommen haben, was noch mehr Sinn macht.
2 Tage, 4 Stunden, 30 Minuten. Nö, ich glaube, das ist mit das Beste. Die Gochibären. Aber warte mal. Ja gut, die bringen Trauben. Trauben ist okay. Guck mal da. Fascherkopf. Mörder. Diebe. Sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Weiter. Genau. Och Mann, warum nimmst du den Ball ja nicht mal auf? Nein, weil ich den Text nicht kann. Chip, 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 chip und chap. Ja, gut, ganz schwerer Text. Mörder des Rechts. Nein, ich Ritter des Rechts. Gott, in dem Moment finde ich auch wieder Gold. Das ist wieder. Mörder des Rechts. Das ist genauso wie Mord. Mord ist ihr Hobby, ne? Hoppala. Das stimmt, ich hatte sogar Ritter im Kopf. Ich weiß nicht, warum ich einen Mörder gesucht habe. Yachi, ich würde mich da jetzt mal ganz dringend hinterfragen. Na, ob das so, ja, ob das so zufällig war, man weiß es nicht. Hoppala. Mörder des Rechts. Ja. Ja, die bringen halt die bösen Menschen um, anstatt sie einfach nur einzusperren. Nein, die sind ja nicht die Mörder der Bösen, die sind die Mörder des Rechts. Sie treten quasi das Recht mit Füßen. Ja, okay, oder so. Es hat viel Interpretationsspielraum. Ein bisschen. Dieser Sound triggert mich ein bisschen. Hast du wieder deine Minecraft-Playlist an? Oh! Nein. Okay, also ist es ein Ingame-Soundtrack? Nein, gar keine. Und was? Hä? Welcher Soundtrack triggert dich dann? Der Zaun, nicht der Soundtrack. Ach so. Oh. Ich hab gerade gedacht, ich hab die Vogelscheuche gesehen und hab einen ganz kurzen Moment gedacht, du ständst da. Wow. Dankeschön. Ja. Ich glaube, es hackt. Aber nicht wegen der Vogelscheuche, sondern einfach nur, weil ich da etwas gesehen habe, was da stand und ich dachte, das wärst du. Das ist so, wie ich manchmal nachts aufwache und die Augen aufmache und dann erschrecke von meinem Stuhl, weil ich denke, da steht jemand. Das habe ich noch nicht geschafft, dass ich mich vor Gegenständen erschreckt habe oder Einrichtungen. Ja, doch. Das passiert manchmal. Das ist interessant. Oh, du hast ja Gojibären gesehen. Was? Ich habe Gojibären gesehen oder gesät? Übersehen. Ne, ich war ja noch nicht überall, ne? Ja, aber bei den Zwiebeln. Ne, das Feld hatte ich ja auch noch gar nicht. Ich bin ja erstmal unten rum lang. Ja. Ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, Chi. Aber warum denn nicht? Ja, auch wenn du es dir wünschst. Auch ich bin nur ein Mensch. Belastend. Tja. Ich weiß. Und so und so. Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Ich will den Sprit holen. Ich hab voll. Du, ja, ich bin auch gleich voll. Von was denn? Benzin! Das hat man noch nicht angehört. Natürlich nicht. So, jetzt bin ich voll. Benzin! Oh Mann. Was denn? Wenn man hinter mir übrigens Geräusche hört, das ist Holz, wie es in eine Holztruhe gelegt wird. Oder Benzin! Nein. Wir feuern unseren Kamin eher selten mit Benzin an. Warum? Verstehe ich nicht. Weiß nicht, riecht immer so ein bisschen komisch. Merkwürdig. Ja. Aber dann brennt er doch viel schneller. Wenn ihr den mit Benzin! Geht auch mit diesen komischen Holzanzündern. Mit Benzin. Ja, die sind bestimmt in Benzin getränkt. Hm. Hm.
Gibt es eigentlich auch Jürgenzin, wenn es Benzin gibt? Der war schlecht. Sogar für ein Wort Spitz war der schlecht. Ich fand den gut. Was das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Brauchst du Geld oder können wir wegballern? Ist das, reicht das als Antwort? Oh, nicht genug Geld. So. Run, Girl, run! Ich bin schneller als du. Ich muss dahinter. Oh, es regnet. Was haben wir denn? Herbst. Okay. Run, so. Boy, run. Dadurch, dass ich es jetzt als erstes gesagt habe, wenn auch in abgewandelter Form, triggert es mich tatsächlich gerade nicht so. Aber jetzt hast du mich wieder draufgebracht. Tja, vielleicht war das mein Plan. Ich glaube ich eher nicht. Du glaubst doch wohl nicht allen erstens, dass ich das einfach sage, ohne im Hinterkopf zu haben, dass du dann wahrscheinlich wieder damit anfängst, oder? Ja. Oh, ich muss mein eines Ohr mal entlasten. Entlasten? Ja, die tun weh, wenn ich länger Kopfhörer trage. Ja gut, wie lange hast du die heute schon auf, die Dinger? 4,5 Stunden. Nein, Quatsch. 5,5 Stunden. Ja, okay. Kommt vor. Aber gestern halt auch 6 Stunden. Und am Tag davor auch 4 oder 5 Stunden. Warum haben wir eigentlich nur zweimal Margeriten? Weil ich die noch nicht öfter gepflanzt habe. Warum haben wir noch gar keinen Rosmarin? Weil der Medaillen kostet. Und stimmt. Und warum haben wir noch keinen Oleander? Weil er wahrscheinlich noch nicht reingepasst hat. Und warum haben wir noch keinen kalifornischen Mohn? Weil er wahrscheinlich noch nicht reingepasst hat. Okay. Mhm. Und warum haben wir noch keine Damassener-Rose? Weil wir wahrscheinlich noch nicht reingepasst haben. Aber Chi, uns fehlen sehr viele Blumen. Zum Beispiel auch die Fosterianer Tulpe. Oder die gelbe Orchidee. Ja, wir haben auch aktuell kein Geld. Gemeiner Flieder. Ja, gemein. haben wir übrigens auch nur einen. Ja, der wird doch nicht öfter reingepasst haben. Ja, und pinke Hortensien haben wir auch noch nicht, Chi. Ich weiß. Auch den Senf haben wir noch nicht. Wir gedulden müssten, bis die reinpassen. Blaue Glockenblume sind nur 2 da. Auch Venusfliegenfallen nur 3. Weiße Narzissen haben wir gar nicht. Warum haben wir keine weißen Narzissen? Weil sie wahrscheinlich noch nicht reingepasst haben. Chi, ich bin dafür, dass wir ein industrielles Blumenfeld anlegen. Nein. Aber Chi, das wird. Überleg mal, komm, das wäre richtig schön, das wäre eine Blumenwiese. Nö. Jetzt ist so, wie du sie anbauen würdest, wäre das keine Blumenwiese mehr, sondern eine Blumenfabrik. Ach, nur weil da ein paar Schornsteine nebenstehen? Ja. Und Asphaltstraßen? Ja. Hä? Aber Chi, überleg doch mal jetzt. Nein. Aber wenn du jetzt daran denkst... Ich schmeiß dich von dem Bauernhof, wenn du das machst. Aber guck mal, ne? Nein. Ja. Aber wenn du jetzt an Honeybee City denkst zum Beispiel, ne? Boah, ich stehe gerade davor und blicke jetzt über die entfernten Bienen, die sich hier ansammeln. Guck mal, sie freuen sich richtig. Sie sind richtig in großen Familien hier. Sie sind bei ihren Verwandten. Ich sehe dich. Wehe, du pflanzt da was an. Sie sind, ja, mittendrin. Sie sind in ihren Familien. Weißt du, sonst sind die Bienen vielleicht getrennt von ihren Eltern und von ihren Großeltern, von ihren Cousins und Cousinen, Schwestern, Brüdern, Verwandten dritten Grades, dessen Bezeichnung mir gerade nicht einfällt, Großtanten oder wie man sowas nennt. Aber so sind sie alle zusammen. Sie sind alle glücklich. In ihren... Ja, aber ich bin nicht glücklich. Massensiedlung. Ja, Massensiedlung, das trifft's richtig. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Dem Mutigen gehört die Welt. Beziehungsweise ein Errungenschaft Fortschritt.
Warum ist hier, hab ich auch ständig. Warum ist hier ein Feld, was einfach mittendrin ist? Hast du ein Feld versehentlich angebaut? Kann passieren, ja. Und ist dann nicht weggemacht? Kann auch passieren, ja. Oh mein Gott. What's happening with you? Sorry. Weißt du, sowas wie die Baumplantage. Das ist sowas, lob ich mir. Ah, richtig schön. Alles in Reih und Glied. Glied. Immer schön Kreuzung, jedes Feld gleich groß. Das machst du nicht mit den wunderhübschen Blümchen. Untersteh dich. Eigentlich ist es schade, dass du den Server hast, sonst könnte ich mich heimlich einloggen und einfach mal so eine industrielle Blumenwiese anpflanzen. Nein. Alles abreißen. Aber Chi, jetzt überleg doch. Anzünden. Jetzt mal ganz ehrlich, Chi, ne? Wenn du jetzt darüber nachdenkst und dir das einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Muss ich gar nicht. Das ist süß. Hier kann ich Pusteblumen verkaufen, okay. Verschandelt die ganze Welt hier. Nein. Nur, weißt du, die Asphaltstraßen dazwischen fallen überhaupt nicht auf, wirklich. Doch. Nein, Chi. Doch. Nein, glaub mir. Believe in me. Only this time, believe in me. Nö. Do you believe in life after love? Oh Gott. Na 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 na. Hey! Do you believe in life after love? Love! Love! In love! Love! Oh, rüben. Wer ist alleine? Hey, Minirex, du wohnst alleine, ne? In diesem Haus? Ja. Nein. Also in deiner Wohnung. Ja, schon, aber. Ja, Gott sei Dank, weil die arme Person, die da jetzt mit dabei gewesen wäre. Du, die Person, die mit dabei gewesen wäre, die wäre das wahrscheinlich auch von mir gewohnt. Und trotzdem. Wäre. Das heißt nicht, dass sie mir nicht leid tut. Eventuell sogar freiwillig hier eingezogen. Ich weiß es ja nicht. Eventuell nur, okay. Ja, weiß ich ja nicht. Ich kann ja schlecht in die Köpfe der Menschen gucken. In die Köpfe der Menschen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Serie You. Falls du die kennst. You. Sehr gute Serie übrigens. Do you believe in life after love? Da geht sogar Discord in die Knie. Love. Tschüss. Love. Do you believe in life after love in der nächsten Folge? Ooh. Everybody! Ich muss das nicht länger anhören. Auf Wiedersehen! Ja! Singen! Tschüss! Ich hab schon auf Aufnahme beenden gedrückt.